Vielleicht habt ihr das mitbekommen, der in diesen Tagen starb der YouTuber Philipp Mickenbacher mit 23 Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie mitverfolgt haben. Als Real-Life-Guys versucht er mit seinem Bruder Johannes, junge Leute zum realen Leben zu begeistern, für das reale Leben zu begeistern. Also weg vom Handy, lieber mal raus nach draußen, wirkliche Dinge erleben, Abenteuer bestehen. Und er begeisterte Millionen damit. Seine Beerdigung fand am Freitag statt und 1,3 Millionen, ich habe mir das gestern auf YouTube angesehen, haben sich diesen Gottesdienst angeguckt. Also war ein Ereignis. Wenn sowas passiert, dass jemand mit 23 Jahren an Krebs stirbt, dann fragt man sich, warum? Warum muss so ein junger Mann sterben? Und mit der Warum-Frage ist sehr oft auch, und bei uns sehr oft auch die Frage, wer ist schuld? Verbunden. Wer ist eigentlich dran schuld, dass sowas passiert? Auch wenn es darauf keine einfachen Antworten gibt, lohnt es sich nochmal aus der Bibel heraus die Frage zu stellen. Und das will ich heute im Gottesdienst tun. Der Predigttext, der findet sich in Johannes 9. Jesus ging an einem Mann vorbei und sah, dass der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer war ein Sünder, sodass er blind geboren wurde, dieser Mann oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder war er selber ein Sünder, noch waren es seine Eltern, vielmehr sollen die Taten Gottes an ihm sichtbar werden. Wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat. Solange es noch Tag ist, es kommt eine Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Liebe Gemeinde, ein Glas. Was passiert eigentlich, wenn ich das fallen lasse? Was passiert dann? Vermutlich wird das dann hier auf dem Fliesen zerdeppern und überall werden die Scherben liegen. Noch habe ich das Glas ja noch in der Hand. Ich habe es im Griff, was jetzt passiert. Lasse ich es fallen oder stelle ich es lieber hin? In dem Augenblick, in dem ich es loslasse, habe ich keine Chance mehr, was dann passiert. Das habe ich nicht mehr im Griff. Die Dinge nehmen dann unweigerlich ihren Lauf. Also ich sollte mir das gut überlegen, was ich jetzt mache. Das gilt ja nicht nur bei so einem Glas, liebe Gemeinde. Immer wenn wir uns im Leben entscheiden, hat das Konsequenzen. Gute wie schlechte. Und diese Konsequenzen, die kommen automatisch, die können wir sehr oft dann auch nicht mehr steuern. Dann folgt einfach eins aufs andere. Mir ist das vor kurzem klar geworden, als ich unvorsichtigerweise beim Abflemmen an die Hecke gekommen bin. Bei diesem Heckenbrand war das Unvorsichtigkeit. Ich hatte kein Interesse, dass die Feuerwehr mit 3 Löschzügen vorbeikommt, um mir diese Hecke zu löschen. Könnt ihr mir glauben? Lasse ich jetzt aber dieses Glas los, dann geschieht das ja mit Absicht. Ich kann doch nicht mehr sagen, ich habe das ja gar nicht gewollt, was dann passiert. Mit dem Loslassen dieses Glases nehme ich also die Folgen ganz bewusst in Kauf. Das Gesetz von Tat, ich tue etwas und was daraus folgt, ist eine grundlegende Erkenntnis der Bibel. Überall finden sich Worte in der Bibel, denk dran, dein Tun hat Folgen. Überlege, was du in deinem Leben tust. Die Propheten sagen das dem Volk Israel immer wieder. Denkt gut nach, wie ihr euch verhalten wollt, denn das, was ihr macht, hat Folgen für euch und für die kommende Generation. Aber auch in dem Buch der Sprüche wird darauf verwiesen, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Der Spruch ist mittlerweile so bekannt, dass kaum einer weiß, dass der ursprünglich in der Bibel steht. Damit wird gesagt,
wenn du Böses vorhast, beispielsweise, wenn du dir vornimmst, über andere Leute Schlechtes zu erzählen, wundere dich nicht, dass dieses Böse auf dich selber wieder zurückfällt, dass du dich in diesen Lügengeschichten irgendwann verstrickst, du dir selber ein Bein stellst. Und dieses Reinfallen ist die logische Konsequenz aus dem, was du getan hast. Genauso logisch, wie wenn ich dieses Glas fallen lasse und es dann hier auf den Fliesen zerdeppert. Die Gebote der Bibel, die wollen uns davor bewahren, Dinge falsch zu machen. Dinge zu tun, die schlimme Konsequenzen für uns und für andere Menschen haben. Die Gebote sind dazu da, dass wir uns in der Welt zurechtfinden, dass wir ein gutes Leben führen. Und darum heißt es am Anfang der Psalmen, wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und über seine Gebote nachdenkt, denn der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen und seine Blätter verwelken nicht. Dessen Leben gelingt, der wird grünen, der wird wachsen. Gottes Gebote sind gut, sie dienen dem Leben. Also dieses Glas nicht fallen zu lassen, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Dann stelle ich es auch mal lieber jetzt wieder hier hin. Aber stellt euch mal vor, ihr wärt heute um 11 Uhr hier oder vor 11 Uhr hier in die Kirche gekommen und überall lägen hier Glasscherben rum. Die erste Frage, die bei euch dann aufkommen würde, wäre doch, wer hat das gemacht? Wer ist daran schuld? Wahrscheinlich hättet ihr erstmal mich in Verdacht, könnte ich mir denken. Aber vielleicht auch den Küster. War der unvorsichtig, hat das fallen lassen? Wir sind automatisch dabei, immer nach der Schuld die Schuldfrage zu stellen. Wer ist an einer bestimmten Sache eigentlich schuld? Ein Zugunglück, ein Terroreinschlag, eine Pandemie. Die Frage nach dem Warum ist da, aber mit der Frage nach dem Warum ist sehr schnell auch verbunden die Frage, wer ist dran schuld? Warum passiert das und wer hat das verbockt? Schuldige müssen gefunden werden und bestraft werden. Das ist ein innerer Impuls in uns. Aber was ist, wenn es gar keine Schuldigen gibt? Wenn es einfach eine Kette unglücklicher Zusammenhänge war, die zu etwas geführt haben. Das ist für uns Menschen ganz schwer auszuhalten. Es ist für uns ganz schwer auszuhalten, zu sagen, nee, es gibt keinen Schuldigen. Es ist einfach da, es ist einfach so. Denn wir sehnen uns alle nach einer Welt, die wir verstehen können, wo wir Ursache und Wirkung klar vor Augen haben. Wir wollen eine harmonische Welt. Und wo sie nicht harmonisch ist, wollen wir wissen, warum ist sie das nicht. Darum ist die Frage der Jünger, wer ist schuld? Ganz menschlich. Wer ist eigentlich schuld daran, dass der da blind ist? Niemand ist schuld, sagt Jesus. Und dann kommt eine ziemlich befremdliche Aussage von ihm. Vielmehr sollen die Taten Gottes an ihm sichtbar werden. Niemand ist schuld, vielmehr sollen die Taten Gottes an ihm sichtbar werden. Was will Jesus uns damit sagen? Will er sagen, Leute, seid doch einfach dankbar, dass ihr sehen könnt. Guckt euch den armen Tropf an, der ist blind. Stellt euch mal vor, ihr wärt auch blind. Was hat Gott uns nicht mit dem Augenlicht was Schönes geschaffen? Toll, wird sich der Blinde denken. Und was ist mit mir? Kann Jesus bei den Taten Gottes auch was anderes gemeint haben? Wollte er vielleicht auf was anderes hinweisen, was vielleicht uns nicht so offensichtlich ist, aber den Menschen damals schon vor Augen war? Nun, es gibt in der Bibel ein Buch, das beschäftigt sich mit der Schöpfung. Das finden wir am Anfang der Bibel, aber wir finden das auch noch mal etwas weiter weg. Dort wird beschrieben, wie Gott die Welt geschaffen hat, aber da wird anders als in 1. Mose 1 weniger Gott gelobt für all das Schöne und Tolle, sondern da verweist Gott in einer Rede darauf,
ja, dass es dunkle Seiten in der Welt gibt. Dass diese Schöpfung für uns ja auch bis heute nicht gänzlich verständlich ist. Ich habe vor kurzem von einem Physiker, deutschen Physiker gehört, Nobelpreisträger, der sich mit der Quantenphysik beschäftigt hat und der sagt, was wir von der Welt wirklich verstehen, das sind das, was wir mit den Augen sehen, wir wissen ein bisschen was über die schwarzen Löcher mittlerweile, aber all das, was wir jetzt verstehen von der Welt, als Physiker muss ich sagen, sind das 3 oder 5% von der Wirklichkeit, vermute ich. Und wir werden nie viel mehr als diese 3 oder 5% verstehen, weil unser Verstand dafür gar nicht ausgerichtet ist. Gott erzählt also da von der Welt und den unbegreiflichen Dingen, die es in der Welt gibt. Erzählt wird in diesem Buch des Alten Testaments von einem wohlhabenden und frommen Mann mit Namen Hiob. Und über diesen Hiob stürzt eine Katastrophe nach der anderen ein. Am Ende sehen wir ihn kinderlos, verarmt und schwer krank auf einem Misthaufen sitzen. Was ihm noch bleibt, das sind seine Freunde. Und er hat echt tolle Freunde. Die halten bei ihm aus, die sind wirklich niedergeschlagen, als sie ihn da sehen. 7 Tage lang halten die das mit ihm aus. Aber dann irgendwann halten sie es doch nicht mehr aus, nämlich in dem Augenblick, als Hiob anfängt zu reden. Am Anfang ganz vorsichtig und voller Verständnis für die Situation des Hiob, dann aber immer vorwurfsvoller. Denn Hiob klagt nicht nur über sein Leid, er beteuert seine Unschuld. Und er klagt Gott wegen dieser Ungerechtigkeit an. Er sagt, Gott, was bist du für ein Gott, dass du so etwas zulässt? Was bist du für ein Sadist? Die Freunde können dieses Klagen und vor allem diese Anklage gegen Gott nicht unkommentiert stehen lassen. Erst einmal freundlich, einladend, dann immer zorniger und drohender versuchen sie Hiob klarzumachen, dass es einfach nicht sein kann, dass ihm dieses Elend unverschuldet trifft. Gott ist gut und Gott ist gerecht und Gott ist allmächtig. Dann kann es nicht sein, dass dich so etwas trifft. Du musst irgendwas falsch gemacht haben. Hiob, du hast etwas falsch gemacht. Entweder du oder deine Kinder, entweder hast du was falsch gemacht, was du gar nicht so bewusst falsch gemacht hast, aber irgendwas ist nicht in Ordnung. Vergiss auch nicht, wir Menschen alle sind schuldig. Keiner kann von uns sagen, wir sind ohne Schuld. Es gibt eigentlich nur eine Lösung für dich, Hiob. Bekenne dich zu deiner Schuld, sage, was du falsch gemacht hast. Gott ist gnädig, er wird dir vergeben und dann wirst du auch wieder bessere Zeiten sehen. Das ist die Lösung, die Hiobs Freunde ihm anbieten. Aber das Interessante ist, Hiob will über diese Brücke, die ihn die Freunde bauen, nicht gehen. Hiob besteht stur auf seine Unschuld und er schimpft Gott gegenüber, nennt ihn einen Verbrecher, einen Sadisten, der Freude am Leid seiner Geschöpfe hätte. Hiob nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Sein bisheriger Glaube, alles, was er bisher von Gott gedacht hatte, was er in seiner Kindheit gelernt hatte, als Jugendlicher fest glaubte, als Erwachsener vertreten hat, das liegt jetzt plötzlich in Trümmern da. Er kann es einfach nicht begreifen, was da passiert. Als die Auseinandersetzung zwischen Hiob und seinen Freunden fast eskaliert, da endlich meldet sich Gott zu Wort. Und das Überraschende ist, Gott gibt diesem laut schimpfenden Hiob Recht. Er sagt zu den Freunden, dieser Hiob, der hat richtig über mich geredet. Er hat vollkommen recht mit dem, was er gerade gesagt hat.
Und umgekehrt, das, was ihr da gerade erzählt habt über mich und wie ihr versucht habt, mich zu verteidigen, das war nicht nur falsch, das war regelrecht schädlich. Ich bin darüber richtig wütend. Der Einzige, der euch jetzt noch helfen kann, ist dieser hier. Wenn er für euch bittet um Vergebung, dass ihr meint, ihr könntet über mich theologisieren, dann kann ich euch noch vergeben. Was haben die denn falsch gemacht? Für sie war klar, Gott ist gut und gerecht, Leid lässt Gott ohne Grund nicht zu, also muss Hiob schuld sein an all dem, was passiert. Sonst wäre ihm dieses Unglück nicht, geschehen. Wenn man so will, sehen sie die Glasscherben hier überall auf dem Boden und sie sagen, da muss es einen Grund für geben. Das kann gar nicht sein, entweder Pastor war das, Küster war das oder irgendjemand anders muss da dieses Glas auf den Boden geschmissen haben. Wir müssen einen Schuldigen haben. Und wir lassen uns da nicht abspeisen. Wenn Hiob leidet, dann muss es dafür einen Grund geben. Und den suchen die Freunde eben bei diesem Hiob. Doch Hiob sagt, ich habe nichts falsch gemacht. Dieses Unglück trifft mich völlig schuldlos. Menschen wie Hiob gibt es bis heute. Menschen wie eben dieser Philipp Mickenberger, der mit 23 Jahren an Krebs stirbt. Menschen, denen Leid widerfährt, ohne dass sie dafür irgendetwas können. Hiob wäre ja nicht Hiob, wenn er jetzt sich damit zufrieden gäbe. Wenn er sagen würde, okay, gut Gott, dass du mir gesagt hast, dass ich Recht habe, dich zu beschimpfen. Ich will es trotzdem wissen. Sag mal, warum muss ich leiden? Die Antwort, die dann kommt, ist verblüffend. Statt dass Gott einen Grund angibt, verweist er im Hiob-Buch eben auf diese absurde, manchmal anarchische Seite der Welt, die wir nicht verstehen. Hiob wird darauf verwiesen, dass er, so sehr er es sich auch wünscht, nicht alles verstehen kann, was passiert. Diese Frage bleibt einfach offen stehen. Das ist zugegeben keine befriedigende Antwort. Wir hätten gerne eine Lösung. Nun könnte man verzweifeln. Sagen, Gott, wenn du mir darauf keine Antwort gibst, dann möchte ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Hiob tut das nicht. Er vertraut Gott mehr, als seinem eigenen Willen alles verstehen zu können. Es bleibt dabei, Hiob leidet unschuldig und er hat allen Grund zu klagen und auch Gott anzuklagen. Aber in der Klage und in der Anklage bleibt er dennoch bei Gott, hält er dennoch an Gott fest. Er zeigt uns damit einen Weg auf. Wie gesagt, über die Brücke, selber schuld zu sein, über die Brücke will Hiob nicht gehen. Dass ich gerecht bin, steht für mich fest und davon rücke ich nicht ab. Ich habe deswegen kein schlechtes Gewissen, nicht einen Tag in meinem Leben. Und Gott sagt, du hast recht, du bist unschuldig, du kannst nichts dafür. Im Hiob-Buch bietet Gott eine andere Brücke an. Auch die ist nicht einfach zu überschreiten. Diese Brücke sieht folgendermaßen aus. Ich vertraue Gott als Schöpfer der Welt mehr als meinem eigenen Verstand. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass Gott ein Ziel auch mit meinem Leben hat. Gott als Schöpfer der Welt ist dazu in der Lage. Die Frage ist nun, will ich über diese Brücke gehen? Will ich dieses Vertrauen aufbringen? Und so sagt Jesus, der Blinde ist nicht das Produkt seiner Schuld oder der seiner Eltern. Er ist erst einmal und vor allem Gottes Geschöpf. Warum Gott ihn so geschaffen hat, wissen wir nicht. Wir verstehen die Schöpfung nicht. Wir verstehen vieles nicht, was auf der Erde passiert. Aber wir vertrauen darauf, dass Gott seine Geschöpfe und auch diesem Blinden
von Herzen liebt. Ist das alles, was wir sagen können? Gibt es nicht mehr? Doch. Wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat, solange es noch Tag ist, sagt Jesus. Als Ebenbilder Gottes sollen wir dem Leid in der Welt nicht einfach tatenlos zusehen. Darüber nachzudenken, was das für uns bedeutet, das Leid zu sehen und was unser Auftrag als Ebenbild Gottes dabei ist, das wäre ein Thema für eine weitere Predigt. Heute soll uns genügen, es gibt Menschen wie Hiob, die grundlos leiden und sie haben Recht zu klagen. Und sie haben das Recht, dass wir an ihrer Seite stehen und mit ihnen vor Gott und gegen Gott klagen. Und darauf hoffen, dass Gott einmal eine Antwort gibt, warum die Welt so ist, wie sie ist und nicht anders. Wir lassen dabei den Leidenden nicht los und wir lassen Gott nicht los. Beide festzuhalten ist nicht einfach. Gott gebe uns dazu seinen Geist. Amen.